Schönen guten Tag, mein Name ist Mio Mühltaler von TKN aus Schweiz. Wir sind hier auf der Analytica in München und feiern unseren 30. Geburtstag. Wir sind im Bereich Laborautomatisierung tätig, verkaufen Roboter, die die Laborarbeit übernehmen, aber auch Reader und Systeme für Detection. Unsere Kunden sind vor allem die Pharmaindustrie, aber auch Universitäten, die größeren Labors, die Vorgänge im Labor automatisieren wollen aufgrund höherer Probenzahl und allgemein die Biotechindustrie. Wir haben ein Robotersystem, das flüssigkeitsbasiert ist. Dadurch hat man eine geringere Kompression im Vergleich zu einer normalen Pipette, wie man es aus dem Labor kennt, mit Luft. Das ergibt eine bessere Pipettiergenauigkeit und auch innovative Applikationen wie dieses iPhone-App. Das kann man sich runterladen und sieht auf dem iPhone genau, was passiert, während der Roboter arbeitet. Und man kann unterwegs sein im Gebäude oder was anderes arbeiten und hat trotzdem die volle Kontrolle über den Roboter, während man mit dem iPhone unterwegs ist. Hier haben wir ein Gerät, mit dem man ganz einfach pipettieren kann. Man kann durch das Berühren dieses Touch-Tools definieren, wo der Kopf etwas aufnehmen soll und wo er es dann auch wieder abgeben soll. Auf dieser Position zum Beispiel sollte er es dann abgeben und nach Drücken des Startknopfes führt er die zuvor eingegebenen Befehle automatisch aus.